Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order mit mir, DF. Und ich habe etwas die Lautstärke runtergesetzt des Spiels, weil ich glaube, ich war ein bisschen leiser als das Spiel. Und ich habe das... Jetzt schreie ich ein bisschen, ne? Ich muss mal das Spiel bei mir selber leiser machen, damit ich nicht ins Mikrofon schreie. Außerdem, ich gehe mal hier kurz ins Menü, damit ich reden kann, ohne dass ihr kostbare Lebenszeit verliert. Ich habe das Problem, dass manchmal Worte oder eher gesagt Silben verschluckt werden. Ich weiß nicht, ob das an dem... Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass wenn der Ventilator läuft, dass manchmal ein paar Silben verschluckt werden, weil entweder der Broadcast das rausfiltert. Aber es kann auch sein, dass ich nicht nah genug am Mikrofon war. Könnte es auch sein. Weiß es nicht. Genau. Mach mal was. Was ich hätte da auf der Aufnahme machen sollen, nämlich Rauschunterdrückung. Ich habe zwei Rauschfilter an und einen habe ich mal ausgemacht. Weil der eine, also ein Video Broadcast, ist nicht so perfekt, sage ich mal, mit Elgato-Produkten. Und jetzt habe ich das mal eins der Filter ausgemacht. Ein Video Broadcast habe ich noch an, aber den anderen Filter, den habe ich dann jetzt ausgemacht. So, wieso laber ich nicht, während ich Sachen mache? Weil wenn ich jetzt hier hingehe, wird wahrscheinlich was aktiviert, storymäßig. Okay, wir teleportieren uns erstmal weg. Sind im Zentrum von Floatien. Okay, es wird doch nicht storymäßig irgendwie was gemacht. Was denn? Warte, doch, hier. Doch, da. Dann mache ich mal meine Runde, wenn ich die noch nicht gemacht habe. Also, hallo Numemon, hast du irgendwas? Oh ne. Die habe ich dann anscheinend schon gemacht, die Runde. Ist schon wieder ein, zwei Tage her, dass ich gespielt habe. Deswegen habe ich das vergessen, ob ich meine Runde gemacht habe oder nicht. Was ist denn jetzt mit der Story los? A traitor? Mr. Mommyo? Was? I had my doubts. You were the one responsible for the immunity of Digimon entering the city, right? There's no proof that I'm a traitor. Ja, schon wieder? Oh dear. You came back at the worst possible time. Was ist denn los? One of the new Digimon in the city seems to have been infected with the updated BH program. Ehrlich? Thankfully, the antivirus program worked, so the infection isn't spreading. We're wondering if it was Mr. Mommyo, who was in charge of immunization, who let the infected Digimon in on purpose. Kann mir denken, wer der Verräter ist. Ich sag's aber noch nicht. But to doubt a friend at a time like this. It's not like all my suspicions have been cleared away. This is just one incident. But I have to wonder. Just when I thought I had done everything I could. Glaub, Mommyo ist es nicht. Very well, I get it. I'll just leave the city then. Hold on, Mr. Mommyo. What are you saying? Leaving now would be suicide. Ja, vor allem ohne Digimon. Yeah, there's no need to leave. That's it. One of us can monitor him. Leave it to me! Ah, you doubt my innocence too. It makes me sad to realize how unpopular I am. Don't say that. I'll go with you, Mr. Mommyo. Thank you, Coda. Shall we go then? You need to cover for me. See you later. Warte, ich komm mit. Pass auf dich auf, Coda. Ein Verräter, wirklich? I'm innocent. I want you to believe that. Think on it. If the answer is yes, come to Nye Plains. Okay. Da weiß ich, wo ich als nächstes hin muss, zur nahen Ebene. Wir machen, glaube ich, erstmal ein bisschen Hauptstory, auch wenn ich ein paar Digimon in die Stadt holen könnte. Jetzt, wo ich hier zwei sehr starke Ultimative auf meiner Seite habe. Aber mit Telegram müsste auch bald digitieren, hey. Ne? Ist das nicht so? Warte, falsche Taste. Oder dann müsste auch bald digitieren. Wenn dich das hier erreicht, komm so weit in Hochebene, in der nahen Ebene. Warte, in der nahen Ebene. Weit Hochebene, okay.
Da ich nichts einsammeln kann, brauche ich hier in der Stadt sowieso nicht rumlungern. Dann gehen wir einfach raus. Kommen jetzt immer diese Animationen dazu. Weiß ich auch nicht, was ich davon denken soll. Okay, hier haben wir alles gefarmt. Hey! Super Moment. Bis zur Toilette ist ein bisschen. Deswegen habe ich euch jetzt Schema gegeben. War super Timing. Ich meine, das. Wir sind gerade an der Toilette gewesen, also dann wollen sie auf Toilette. Wo wir dann nicht mehr auf Toilette gehen können. So. Wo ist der Mario? Ich guck mal auf der Karte, vielleicht kann ich ihn da sehen. Er ist da hinten. Ja, wo das Fugamon immer rumlungert. Komm, ich nehme den Pilz mal mit. Ich nehme den Pilz mal mit, habe ich gesagt. Ich muss auch drauf gehen auf den Pilz, um ihn zu nehmen. Da ist Kota, Kimura und Mamio. Da auch, ja, ich sehe ihn. Er wird nur sehr verdeckt von dem Hauptquest-Zeichen. Hallo, was ist denn los mit euch? You came. I'm sorry I got you wrapped up in this silly farce. I really have to apologize to Coda. Ultimately, it was your kindness that I betrayed. Eh? Huh? What do you mean? I'm saying that all that hubbub before was staged to flush out the real traitor. The real traitor? Ich weiß, wer das ist, aber also ich kann es mir denken. Aber ich weiß nicht so. Yes. I've had my doubts for some time now, but now that we're here, I'm very sure of it. Ich sag's einfach mal, Lush. There are big plans afoot now. There mustn't be even the smallest shred of doubt. That was the point of that farce. Posse, wer sagt noch Posse? Who is the traitor? And what big plans? It's not yet 100% settled. I don't want to give out a name. As for the plans, I'll talk once the business of the traitor is settled. For now, ask no questions. Just come with me. Whoa, I don't know what to think. But, okay, I believe you, Mr. Mamio. Thank you, Coda. I take it that's fine with you too? Ja, ja. Mach's, was ihr wollt. Both of you. So, how will we flush out the traitor? Right now, Mirei is feeding the suspect false information. In short, she's saying that there is an incredible secret weapon at Boney Resort. Secret weapon? That sounds stupid, but if I was the traitor, I'd have to check it out to make sure. Okay, Knochenresort. Aha! You want them to go check it out so we can tail them and pin them down over there. I doubt very much that the traitor will go on their own. It'll be one of their friends who heads there. That's why Mirei and I have set a trap. Since hardly anyone ever goes near Boney Resort, if anyone falls into our trap, well, we'll know then. I see. You're completely prepared. I'll sneak on over, staying out of sight. You two should go on ahead to check it out first. Okay. Got it. Okay, let's race to Boney Resort. Machen wir. Ich gehe nach Wizardmon, aber weil der wird mir wahrscheinlich sagen, dass ich mich irgendwo hin teleportieren kann. Also das wird er immer sagen, aber ich hoffe in der Nähe vom Knochenresort. Du musst die Falle richtig stellen, aber du musst sie auf dem Berggipfel im Knochenresort westlich der Ogino Einöde im Rosa Steinhaus legen. Das ist eine lange Reise, bereite dich gut auf sie vor. Ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir müssen nur noch dahin. Dieses Rosa Steinhaus, das ist oben. Also sehr oben im Gipfel des Knochenresorts. Es ist ja eher wie ein Trichter aufgebaut und es ist oberhalb dieses Trichters. Jetzt muss ich leider nur ein bisschen latschen, bis wir wieder in der Stadt sind. Ich war ganz am Überlegen, gibt es nicht irgendwie ein Barussi-Ramon? Gibt es nicht irgendwie ein Teleportationsmittel? Ja, gibt's. Für Zurückreisen. Autopilot. Ich bin nur doof und hab's vergessen, dass es Autopiloten gibt. Was willst du, Barussi-Ramon? Ja, ist ja perfekt. Haha, wie? Oh, wo kommst du denn her? Ich hab's nicht gemacht. Ich bin Mega-Seed-Ramon. Nein, bist du nicht. Du bist Barussi-Ramon.
hatte gehört, dass es hier einen neuen See gibt, also bin ich vorbeigekommen, um ihn anzusehen. Das Wasser ist absolut fantastisch. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Inflation nehmen? Nein, das Wasser hier ist viel schöner. Eines Tages früher oder später. Du bist nicht Mega Seed Roman, du bist Wahoo Seed Roman. Mega Seed Roman hat einen goldenen Kopf. Und ein silbernes Horn und nicht umgekehrt. Okay, du lügst, aber egal. Du hast das nicht gesehen da hinten, ne? Ich habe vergessen, dass es Autopiloten gibt, aber für einen Autopilot wäre das alles auch, glaube ich, ein bisschen ein Ticken zu schade. Naja, wie gesagt, man. Ich war gerade überlegen, wohin. Geh nur einöde. Gut. Na, genug, meiner Meinung nach, am Knochenresort. Oh, jetzt wird es auch noch Abend. Nehmen wir das mal mit. Lucky. Möchte eigentlich deren Leben nicht so lange irgendwie für Tempel benutzen, weil ich habe 11 Folgen gelevelt, damit die so weit sind, wie sie jetzt sind. Und dann möchte ich so viel daraus machen, wie es geht. Ich möchte nicht, dass sie einfach sterben und ich habe einfach zu wenig gemacht mit ihnen. Weil das wäre scheiße. Ich bin auch am, also was heißt am Überlegen? Ich habe überlegt, wenn ich nochmal von vorne anfangen muss, also wenn meine Megas sterben und dann wieder Eier da sind, dann werde ich das alles in eine Folge packen. Auch egal, wie lange das dauert, auch wenn es 5 Stunden sind, das wird eine Folge, damit man die locker überspringen kann und nicht irgendwie 11 Folgen warten muss, bis irgendwie wieder was los ist. Nein, das will ich nicht nochmal haben. Deswegen, wenn ich nochmal trainieren muss, dann wird das alles in eine Folge gepackt. Ey, du willst wahrscheinlich nicht. Mein... Übrigens wahrscheinlich auch. Ich meine, ich kann ja mal ein Vegemon kurz blätten, um zu gucken, wie viel es geben würde. Aber es wird wahrscheinlich nicht wirklich viel an Werte geben. Ich meine, es überlebt, ja. Ein, zwei Schläge. Okay, es gibt nicht wirklich viel an Wertesteigerung. Also, und Vegemons nicht wirklich Sinn. Vielleicht machen die blauen Greymons jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viel Schaden. So, jetzt sind wir beim Knochenresort. Und auf. War da immer so ein Toy-Agumon-Schild? Wenn ja, dann habe ich es nie gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich, weil ich hier immer beschäftigt war, Stein abzubauen. Oh, es ist schon Essenszeit. Dann futtern wir mal eine Runde. Fleischbrocken. Gut. Ich könnte ja mit Boltmon reden. Aber ich glaube, Megas sind mir noch ein bisschen über. Auch wenn ich mittlerweile gut gelevelt bin. Hier sollen Materialien sein, wahrscheinlich oben, oberhalb von uns oder unterhalb. Eins von beiden. Hier soll etwas sein. Aber ich sehe hier gar nichts außer den Wasling hier. Den nehmen wir auch mal mit. Aber Hauptstory gerade machen wollen, rede ich mal nicht mit Boltmon. Die Materialien. Okay, Holz. Nehmen wir mal schnell mit. Ich finde es so eine Verschwendung, ihre Lebenszeit mit Sachen abbauen zu benutzen. Halt, hätte ich nicht 11 Folgen lang trainiert, dann wäre das mir sowas von egal. Aber ich möchte ihre Lebenszeit so gut wie möglich nutzen und nicht mit Schwachsinn vergeuden. Ob so, so ab pro Schwachsinn.
Ihr macht mal diese Digimon weg. Diese Toy-Agumons. Okay. Ich hab euch noch falsch eingestellt. Fällt mir gerade ein. Ihr sollt nicht alles verpulvern. Aber so viele MP habt ihr jetzt auch nicht. Okay, das macht ja gar nichts. An Wertsteigerung. Also eins pro Ding, aber da ist ja nichts. Nehmen wir mal die Banane mit, weil die liegt gerade auf dem Weg. Könnte mal dieses blaue Greymon mal kaputt hauen. Nur mal zum Gucken, wie weit wir jetzt sind, weil das hat mir vorher doch sehr viel Schaden gemacht und ja, jetzt ist das nicht wirklich ein Problem. Haut ist kaputt. Ja, es hat fast kein Leben mehr, deswegen könnt ihr das auch so normal machen. Da brauche ich den Spezialmove jetzt von Metal Greymon nicht benutzen. Okay, es hat ja Metal Greymon noch ein bisschen Werte gegeben, aber nicht wirklich. Da waren, glaube ich, Lopmon drin, die ziemlich stark waren. In diesem Promi-Raum. Aber ich weiß auch nicht mehr, was da sonst drin war. Ich glaube, nichts von Interesse. In einem war ein Platinum-Memon, aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, deswegen lassen wir erstmal. Hier ist das rosa Steinhaus und hier sind auch ein paar Greymon Blau, meine ich. Okay, die tun schon ein bisschen mehr weh. Du hast leider nicht genug. Wir haben schon was ordentlich drauf. Atomblaster? Ja. Hat's überlebt? Ja, aber geht eigentlich sogar. Geh mal eine mittlere Heilungsdisk, damit die mir aus dem Inventar raus ist. Okay, dann hau doch mal auf den Greymon drauf. Wie viel? Das könnte besser sein. Aber man muss sich immer wieder im Kopf rufen, dass Metal Greymon, obwohl es zuerst da war, der Schwächere von den beiden ist. Ah ja, ich wollte noch mal nachgucken in der Geschichte von beiden, in welcher Lebenszyklus, also welcher Generation, genau, das ist das, nicht Lebenszyklus, sondern Generation sie mittlerweile sind, weil ich glaube, War Greymon ist eine Generation weiter als Metal Greymon. Ja, ihr müsst auf Toilette. Ich glaube, hier gibt es keine Toilette. Deswegen gebe ich euch eine Toilette. Ich muss öfter das Wort Toilette benutzen. Ja. So, dann gucke ich nochmal die Geschichte. Die siebte Generation. Nein, ihr seid beide in derselben Generation. Wo irgendwie Metal Greymon schlechter ist. Obwohl es vorher geboren worden ist. Vor War Greymon. Aber ist halt so, die jüngeren Brüder sind immer die besseren. Also sollte ich anmerken, dass ich der jüngere Bruder bin. In meiner Familie. War doof. Werf mal eine Großheilungsdisk auf Metal Greymon. Zum Glück ist er nicht gestorben. Nochmal eine Großheilungsdisk auf beide. Die tun ganz schön weh, die Long Greymons. Okay, dann haust mal weg. It.
Okay, das besiegt. Nice. Just like that. Good hit. That's right. Keep it up. Good hit. Momentan, Greymon. Nah, that's the way. That's right. That's the way. Hier ist aber. Hier ist Zerstörer. Respekt. Good hit. Okay. Gucken wir mal. Ich wollte zwar, aber ich habe mich wirklich danach geguckt, was deren Werte sind. Einfach krass, wie Wäschauer Metall Greymon einfach ist. Okay, hier sollen noch mehr Digimon sein. Ah, die Goyagumon sind es. Ein Blatt Papier. Liste 2. Wir haben 1, 2, 3. Deswegen müssen wir eigentlich alle haben. Laut meiner Logik. Kann man hier Sachen farmen, also Materialien. Muss ich dafür reingehen, dass Yetmon? Oder wie das heißt? Hier kann man Materialien farmen. Ja, Kliagumon. Das sind ein paar viele Kliagumon. Deswegen würde ich ja erstmal weggehen. Wie viele sind jetzt reingekommen? In den Kampf 2. Auf den ersten Blick, ja. Ich meine, die kriege ich locker platt. So ist das nicht. Aber bei so vielen, da wollte ich doch erstmal auf Nummer sicher gehen. Nice and calm. Und vor allem war Metall Wargurmon, nicht Metall Wargurmon. Das macht keinen Sinn. Wargurmon war ein bisschen angeschlagen. Deswegen wollte ich ja nicht direkt in die Ampel da reingehen. Ich wollte schlafen, ehrlich. Ich check mal alles auf der Karte. Wenn ich jetzt schlafen gehe, kommt alles wieder an den Greymons. Deswegen will ich nicht im Zelt schlafen. Nur gucken, ob hier irgendwie was Spawnbares ist, also Material abbaubares, meine ich. Ich war gerade am überlegen, was steht das nicht? Ja, wir gehen schlafen, aber nicht im Zelt. Das war natürlich besser, weil da alles besser regeneriert. Immer Punkte aufgestiegen. Dann würde ich gerne das hier verbessern. Ne, da brauche ich 14 für. Dann spare ich noch mal ein bisschen. Ja, es ist halt, ne? Ich hab zwar noch nichts gesagt, aber müsste eigentlich sein. Ja. Okay. Im Brunnen konnte man Wasser abbauen. Und hier kann man Holz abbauen. Und da war, wie gesagt, ein Piatmon, oder wie es nochmal hieß. Weil weiß ich nicht, ob der kämpfen will. Will ich dann überhaupt mit dem reden? Ja, ja. Habt ihr gut gemacht. Ja. Schön, schön. Galantmon und Alphamon Stärke. Over here. Ihr seid voll geladen mit MP und DP. Galantmon wäre ja nice, aber wir kriegen wahrscheinlich noch keinen Greymon, so wie es aussieht. Ja, so Greymon wäre auch nett. Alphamon wird nicht drin sein. Da sind die Werte einfach zu niedrig für das Alter von Metall Greymon. Und Shine Greymon habe ich ja ausgemacht, weil wir höchstwahrscheinlich eins bekommen. Mit War Greymon. Und das andere, okay, da ist es. Right. Yeah.
Bei den großen Digimon, die ich habe, sieht man meistens nicht so kleinere Digimon. Ja, will ich das Biedmon da wirklich bekämpfen? Was ist das für ein Brunnen? Soll das Spinnengewebe, also ist es nochmal Spinnfäden sein? Oder? Ja, muss ja, weil Wasser sieht anders aus in meiner Welt. Und würde auch fließen. Komm, Hotz weg. Hat toll getroffen, dieses Datendingens. Echt gut. Okay. Dann erstmal gucken, ob die halbe Stunde schon voll ist, weil wir merken uns, jede halbe Stunde wird gespeichert, weil ich Angst habe, dass wieder was flöten geht. Na, Piedmon, wie geht's? Hey du, komm später, Takuto. Ich habe dich beobachtet, seit du im Knochenresort bist. Ich habe dich genau, sehr genau beobachtet, aber das ist bestimmt nicht... Ist dir bestimmt nicht aufgefallen, oder? Ja, kannst du auch nicht, solange ich es dir nicht sage, dass meine Kräfte... Das ist eine meiner Kräfte. Was macht natürlich keinen Spaß, wenn du mich nicht findest, weder mir noch dir. Was sollen wir tun? Wie wär's mit Verstecken? Du musst suchen, zehnmal genau, für solche Ablenkungen gibt es das Resort. Regeln sind ganz einfach. Finde mich heute dreimal in meinem Verstecken. Ich will das Resort nicht verlassen und du natürlich bekommst du eine Belohnung, wenn du gewinnst. Wenn du verlierst, kreischt das mein Ego. Deine Partner-Digimon kann allerdings etwas deprimiert sein. Ich habe keine Zeit. Nein, danke. Ich habe gerade keine Zeit für dich, Piedmon. Für sowas. Dann gehen wir mal hier ins rosa Steinhaus. Huch, was ist denn da los? No. What's this? No one said anything about traps. Ha! Oh, someone really is caught in a trap. A Metalitamon. Hey, you two! Why are you... Hey! You're not the ones who set this trap, are you? Which means all that talk about a secret weapon was a lie. A secret weapon? What are you talking about? The Infinity Cross. An extreme weapon that fires infinite energy. Okay. Oh, that? Nothing like that ever existed. What? Really? Thank you for falling for it. And now you'll talk. Yeah, I can't believe I fell for this. It's pointless. You won't get out of the trap that easily. Give it up. That won't do. If they find out I secretly left, only to fall into an enemy trap. No, I'm shuddering at the thought of it. In this case, I'll have to use my trump card. Und was soll das sein? What's going on? Er ruft wahrscheinlich Verstärkung. Nein, was ist das? Omnimon Swat. You gotta be kidding me. Omnimon Swat N? On your knees. Ja. Im Englischen heißt es Omnimon Swat I, aber aus irgendeinem Grund haben sie es ins Deutsche mit N übersetzt. Weshalb auch immer. What? How come that appeared when Metal Edamon called it? Is this another effect of the BH program infection? Enough power to control the Enforcer? Okay then! Omegamon Swart D! Finish those fools! Müssen wir jetzt gegen Omnimon Swart N kämpfen? Zungensymbol. Hört sich ja supi an. You did it. Wir können auch, glaube ich, nicht fusionieren. Also wir können keine Echse machen. Okay, das tut weh. Das tut weh. Nice! There! You're doing it! Ja, ich glaube, wir können keine Echse machen. Ja, für eine Echse braucht man 100 Verbindungen zum Menschen, zum Gamer. Nice! Okay, das sieht echt scheiße this aus. Dabei habe ich so gut trainiert und dann. Bin ich doch zu schwach. That's right. Ich
versuche aber mal eine Echse herbeizurufen. Yeah, wisst ihr was? Haltet euch nicht zurück, ihr Deppen. Get ready. You're doing it. Try this. Just like that. I'm sorry. Oh, es ist besiegt. Erstmal eine große Disk auf dich, bevor du auch noch hops gehst. Nochmal eine große Disk auf dich. This should do it. Und eine Rec-Disk auf dich. There. Take this. This should do it. Good aim. Hurry, get up. Use this. Oh no. Nochmal eine Rec-Disk. Habe ich auch noch die Super Rec-Disk? Die habe ich nicht mehr. Oder hatte ich die mal hier in den normalen, also, als ich nochmal neu gespielt habe, nach der 5 Stunden Aufnahme die Flöten ging, hatte ich überhaupt eine Super Rec-Disk? Oh no. We lost? Ja, es war ja ein Satz mit X. I'm sorry. I'm so sorry. Ja, dann gehen wir mal kurz heilen. Ja, Satz mit X. Also heißt, erstmal ein paar andere Sachen machen, damit wir ein bisschen stärker werden. Und so, wenn wir mega sind mit beiden, würde ich dann nochmal da gegen das Vieh versuchen wollen. Okay. Du bist auf Toilette, ehrlich. Erstmal hier muss ich das Zelt reparieren. Ja, tun wir es einfach mal, weil gibt ja keinen Negativeffekt, wenn es nicht repariert werden muss. Ich kaufe mal ein paar Rec-Disk, sagen wir mal so 19, damit wir 20 haben. Und den Rest kaufe ich mir nochmal außerhalb Disk. Was nicht mehr viele sind, aber wir werden auch gegen sowas Starkes erstmal nicht kämpfen, glaube ich. Glaube ich. Willst du mehr über den Marktpreis wissen? Ja, ich kaufe noch für den Rest. Ich kann nichts kaufen. Ich habe zu wenig Geld, aber war irgendwas, was ich verkaufen konnte. Nicht wirklich.